Ein weiterer Teil des Rebus. Hallo? Kommen Sie sofort hierher. Sie sind spät dran. Ich glaube, Sie wollten jemand anderes sprechen. Das ist eigentlich nicht mein Handy. Ich weiß genau, wer dran ist. Es gibt für heute Abend noch viel vorzubereiten. Kommen Sie sofort hierher. Dr. Stiles, also ich habe 4 Leute aufgetrieben, aber 2 fehlen noch. Wenn Sie mir noch eine Stunde geben, dann... Sie haben 4 Freiwillige? Ja, war gar nicht leicht. Das sollte reichen. Heute hat sich bei mir noch ein Student als Freiwilliger gemeldet. Und Sie sind die 6. Person. Ich bin was? Machen Sie sich endlich auf den Weg hierher. Sofort. Na wunderbar. Anstatt irgendwelche Trottel zu finden, bin ich jetzt selbst einer. Okay, langsam kriege ich ein bisschen Bammel. Zur Hölle mit diesen ganzen dummen Gerüchten. Wenn er wirklich sowas wie ein Monster ist, dann kann ich doch einfach abhauen, richtig? Richtig. Ich kann schließlich schnell rennen. Komm schon, Sam, reiß dich zusammen. Dr. Stiles? Hat man Ihnen nicht beigebracht, dass es unhöflich ist, Leute anzustarren? Es tut mir leid. Die Treppe ist gleich hinter Ihnen. Sie können gerne gehen. Nein, ich dachte nur, Sie wären alt oder so. Mrs. Dalton meinte, dass... Ach, egal. Sie haben mich warten lassen. Das macht sich am ersten Arbeitstag nicht besonders gut, Miss. Wie zum Teufel heißen Sie eigentlich? Sam Everett. Und wie zum Teufel heißen Sie? Das war wohl eine rhetorische Frage. Wenn Sie nicht wissen, für wen Sie arbeiten, müssen Sie ganz schön dumm sein. Was studieren Sie eigentlich? Englische Literatur. Für diese Sache hier völlig nutzlos. Tja, ich wollte erst die Kunst des Krieges studieren, aber das wollen ja gerade alle. Deswegen ist der NC zu hoch. Wo haben Sie das her? Von einem Trödelmarkt bei Liverpool. Ich stehe auf altes Zeug. Warum? Meine Mutter hat immer genauso eine Kette getragen. Nach ihrem Tod hat man sie vielleicht einer Wohlfahrtseinrichtung gegeben. Wie bizarr. Die meisten Vorbereitungen musste ich selbst treffen. Hören Sie, ich bezahle Sie, damit wir Ihre Zeit mit belanglosen Tätigkeiten vergeuden können. Meine ist dafür zu kostbar. Wenn Sie das nächste Mal nicht sofort kommen, brauchen Sie sich ja gar nicht mehr blicken lassen. Das nächste Mal? Also habe ich den Job? Ich habe Besseres zu tun, als neue Assistenten auszuprobieren. Dann will ich ein Zimmer, Verpflegung und 100 Pfund die Woche. Die erste Woche im Voraus. Sind Sie noch ganz bei Trost? Ich stehe Ihnen sozusagen Vollzeit zur Verfügung. Sie können mich also rund um die Uhr schuften lassen. Außerdem haben Sie keine Zeit, einen anderen zu suchen. Bereiten Sie die Betten vor. Bezüge liegen auf dem Tisch. Ich bin um 15:45 zurück. Wenn die Studenten kommen, sorgen Sie dafür, dass sie wissen, was sie hier unten erwartet. Aber Sie haben mir doch noch gar nichts über heute Abend erzählt. Ich meinte, über mich. Haben wir noch einen letzten Wunsch frei, Doc? Oder können wir es uns vielleicht nochmal anders überlegen? Ich habe Frauen und Kinder, müssen Sie wissen. Gut, das stimmt nicht. Aber ich habe immerhin eine Oma, die mich mal mochte. Das war 1989. Liegen Sie ruhig, es tut nicht weh. Diese Geräte sind so wenig schmerzhaft wie Röntgenstrahlen und bei weitem nicht so krebserregend. Ich vertraue Ihnen, Dr. Stiles. Gut. Das Ganze erfordert nichts weiter als ein wenig Vorstellungskraft. Und jetzt will ich, dass Sie sich entspannen. Legen Sie sich bequem hin, schließen Sie Ihre Augen und seien Sie ganz entspannt.
Sie werden nicht einschlafen, aber in einen Zustand absoluter Ruhe fallen. Legen Sie alle Spannungen ab, lassen Sie alle Gedanken los. Konzentrieren Sie sich nur auf meine Stimme. Sie stehen auf einer Wiese. Ihre Augen sind geschlossen. Eine kühle Brise streichelt Ihr Gesicht. Sie frieren ein wenig, aber Sie wissen, dass Ihnen schon bald warm werden wird. Sie riechen frisch gemähtes Gras. Ihre Augen bleiben geschlossen, während Sie Ihre Arme emporstrecken. Ihre Finger reichen höher und höher. Sie spüren ein leichtes Ziehen in den Armen, den Seiten und schließlich in den Beinen bis hinunter in die Zehen. Atmen Sie tief ein und ausatmen. Schwingen Sie Ihre Arme nach unten. Gleich werden Sie Ihre Augen öffnen und vor sich die Horsepath-Laufbahn sehen. Sie sind für einen Nachtlauf hier. Ihre Muskeln freuen sich schon darauf, endlich zu laufen. Wenn Sie gleich Ihre Augen aufmachen, sehen Sie den sternenklaren Nachthimmel und wie das Gelände von hellen Fluglichtern beleuchtet wird. Sie erkennen deutlich die dunkelrote Laufbahn. Und jetzt öffnen Sie gedanklich Ihre Augen. Beginnen Sie mit langsamem Tempo zu laufen. Das Experiment war so entspannend, dass ich wie ein Murmeltier geschlafen habe. Und das Bett ist auch nicht schlecht. Ah, du bist wach. Ich wollte dich gerade wecken. Guten Morgen, Mrs. Dalton. Das riecht aber gut. So, du bist noch hier. Sieht ganz so aus. Du kommst also mit Dr. Stiles klar? Er ist zwar ein Ekel, aber ich hatte schon mit schlimmeren Leuten zu tun. Ist okay. Freut mich, dass es klappt. Er hat viel zu tun und du scheinst den Job gut gebrauchen zu können. Wie kommen Sie darauf? Hat er von mir geredet? Nein, jedenfalls nicht mit mir. Er ist noch nicht einmal wach. Nachts schläft er kaum, musst du wissen. Manchmal hört man von ihm bis zum Mittag keinen Mucks. Verstehe. Hat er irgendwelche Anweisungen für mich hinterlassen? Kann sein. Wenn, dann unten im Labor. Ach, und jemand hat diese Zeitung heute Morgen auf die Treppe gelegt. Muss ein Versehen gewesen sein. Wir haben keine Zeitung abonniert. Du kannst sie gerne haben. Danke. Oh, war das lecker. Die Horsepath-Laufbahn? Das ist die Bahn, die wir uns gestern Abend vorgestellt haben. Wie merkwürdig. Das ist mir alles nicht ganz geheuer. Ich muss der Sache nachgehen. Ich sollte mir die Sache mit der Horsepath-Laufbahn genauer ansehen. Da hat wohl jemand ein Faible für Wein. Die Flaschen in diesem Regal kosten bestimmt mehr, als ich in den letzten 5 Jahren verdient habe. Hier landen wahrscheinlich die Opfer von Dr. Stiles. Au, Backe.
Die Tür ist abgeschlossen. Das wird nichts. Zumindest nicht ohne ein paar Stangen Dynamit. Für den Fall, dass man mal ein Ersatzhirn braucht. Ich will mit dem Einsortieren der Akten fertig sein, bevor Dr. Liebenswürdig aufsteht. Sofern es sie nicht überanstrengt, dass ich nicht lache. Ich sollte die Augen nach diesem Beleg aufhalten. Ich will mit dem Einsortieren. So, das ging aber schnell. Und jetzt kann ich herumschnüffeln. Das wird ein Spaß. Das könnte aufschlussreich sein. Dr. Stiles schreibt wirklich gut, aber ich glaube nicht an Psi-Kräfte und das ganze andere paranormale Zeug. Dr. Stiles. Da drin ist nichts Interessantes. Diese Liste enthält alle Mitarbeiter der Abteilung. Das ist eine alte Liste mit den Telefonnummern der Mitarbeiter in der neurobiologischen Abteilung. Das ist eine. Die neurobiologische Abteilung hat nach dem Beleg für ein FMRT-Gerät gefragt. Das muss er sein. Ich sollte den Beleg Susan Whittier in der neurobiologischen Abteilung bringen. Ein Artikel von Dr. Abraham Linkweller. Das könnte interessant sein. Wow,
Das liest sich wie ein gezielter Angriff auf Styles Artikel in der Scientific American. Das hat sicher gesessen. Da drin ist nichts. Das ist aber ein ausgeklügeltes Muster. Da hat sich jemand ganz schön viel Mühe gemacht. Ich wette 10-1, dass das kein Oxford-Student ist. Sieht wie ein Headbanger aus. Hi. Hi. Ich hab gehört, hier ist was ziemlich Schräges passiert. Jo. Bist du eine Studentin? Ich? Sehe ich etwa so aus? Na dann. Ey, mir gehen diese ganzen Klugscheißer nämlich echt auf den Senkel. Mann, die wollen mir doch glatt weismachen, dass ich nicht ganz richtig im Kopf bin. Waren die hier, als es passiert ist, oder ich? Die denken immer, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Du sagst es. Ich bin Eddie. Ich heiße Sam. Du warst also da, als es passiert ist? Ja. Und was genau war da los? Ein paar Spinner, die sich einen Scherz erlaubt haben? Kommst du mit der Wahrheit klar? Bisher wollte nämlich keiner hören. Zum Teufel mit denen, oder? Ich bin jedenfalls aufgeschlossen. Okay. Ich war hier und hab die Linien auf der Bahn nachgezeichnet. Alle paar Monate muss ich das machen. Naja, ich hatte meine Kopfhörer auf, ne? Volle Dröhnung. Und? Ey, plötzlich so, bumm, war da dieser Wind und ich mittendrin. Ich meine, das war echt eine krasse Staubwolke. Ey, und sie hat sich bewegt. Ich hab kleine Kieselsteine und anderen Scheiß mitten ins Gesicht gekriegt. Hat ganz schön wehgetan. Ey, das war wie bei einem Wirbelsturm. Nee, echt? Ey Mann, hatte ich Schiss. Hab ja keine Luft mehr gekriegt und so. Also hab ich die Beine in die Hand genommen. Gesehen hab ich auch nichts, aber irgendwie bin ich aus der Wolke rausgekommen und im Gras gelandet, ey. Eine Staubwolke, sagst du, so wie ein Sandsturm? Ja, genau. Ich hab dann wieder auf die Bahn geguckt und da waren dann diese Linien, so wie jetzt. Willst du meine Meinung hören? Ja. Du hast doch bestimmt schon von diesen Kornkreisen gehört, oder? Das hier ist derselbe Scheiß. Mit dem Unterschied, dass ich live dabei war. Ich glaub, das waren Aliens. Darauf kannst du deinen Arsch verwetten. Um wie viel Uhr ist das alles passiert? Vielleicht um halb? Gekommen bin ich um 11. Hat ein bisschen gedauert, bis ich die Farbe zusammengerührt hatte und so. Hast du irgendwas gehört? Vielleicht ein Motorengeräusch? Nee. Aber ich hatte ja den Kopfhörer auf.
Wie viel Zeit ist zwischen dem Wind und dem Moment, als du die Linien gesehen hast, vergangen? Bist ja ein helles Köpfchen, wa? Können nicht mehr als 5 Minuten, höchstens 10 gewesen sein, bis ich aus der Wolke rausgekommen bin. Und als ich mich umgedreht hab, waren die Linien schon auf der Bahn. Und das bei all dem aufgewirbelten Staub. Ich meine, erklär mir mal, wie das bitte gehen soll, ja? Bist du dir sicher, dass die Linien nicht schon vorher auf der Bahn waren? Muss ja ganz schön dunkel gewesen sein. Siehst du die Flutlichter? Noch Fragen? Vielleicht warst du ja für kurze Zeit bewusstlos. Du hast ja gesagt, dass du keine Luft mehr gekriegt hast. Du klingst ja schon fast wie Mr. Gerald, mein Boss, der Arsch. Was weiß denn ich? Bin ja nicht Gott der Allmächtige oder so. Ich hab's nur so beschrieben, wie ich es in Erinnerung hab. Hast du sonst noch irgendwas gesehen? Ey, meine Augen waren von dem ganzen Staub total verklebt. Ich weiß nicht, aber... Was? Du hast doch noch irgendwas gesehen, oder? Ach komm schon, Eddie, wir sind doch unter uns. Ich meine, ich hab niemandem davon erzählt, aber da war was. Da war was auf der Bahn. Was? Ich hab da also diese Wolke gesehen. Staub und Kieselsteine und was weiß ich, für ein Scheiß ist alles durch die Luft gewirbelt. Aber dann kam ich mir plötzlich wie in einem Science-Fiction-Film vor oder so. Die Sache ist die. Diese Wolke ist dem Verlauf der Bahn gefolgt. Was genau meinst du mit dem Verlauf der Bahn gefolgt? Ey, damit meine ich, dass ich gesehen habe, wie sie um die verdammte Kurve geflogen ist. Schon mal gehört, dass eine Wolke sowas kann, hä? Hey, Eddie. Danke, Mann. Du bist echt cool drauf. Hey, kein Ding. Man sieht sich. Ja, bis bald. Eddie könnte mit der Uhrzeit recht haben. Zauberer zum Beispiel können innerhalb von ein paar Minuten aufwendige Tricks durchziehen. Aber nicht ohne ausreichend Planung und Übung. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wusste genau, was er tut. Mal sehen. Vielleicht kann ich ja irgendwas über die professionellen Zauberkünstler hier in der Gegend rausfinden.